Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Verlorsche Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23 hier mit den SV Werder Bremen. Und wir sind mitten im Aufstiegskampf und der ist super eng. Der ist super eng. Hannover, Darmstadt, Hamburg, wir und Kiel und St. Pauli. Eigentlich kann man die beiden rausnehmen. Nein, die werden es nicht mehr machen. Es sind wirklich diese vier Mannschaften, ne? Die drei aus dem Norden mit Hannover, Hamburg und wir und eben der SV Darmstadt, die alle um diesen Aufstieg kämpfen. Sowohl um den direkten als auch um den Relegationsplatz. Das wird super, super spannend, Leute. Wir werden auch heute schon fast ans Ende kommen. Vielleicht hat man heute sogar schon eine Vorentscheidung. Wir werden es rausfinden. Was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann, abgesehen von dieses Video hier liken und zu abonnieren und den ganzen Spaß, ihr kennt es ja auch, ihr wisst, ich nerv euch damit nicht oft, schaut mal auf dem Verlorsche Studio-Kanal vorbei, da habe ich nämlich ein Video über Werder Bremen gemacht, besser kann man es doch nicht einbauen hier, ne? Einmal ein Video über Werders bisherige Transferstrategie gemacht, schaut da gern rein, wir gehen jetzt rein ins Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern. Wir gucken hier einmal auf die Ausstellung von Werder Bremen mit Müller am Tor, dann haben wir hier eine Fünferkette, ne? Wir spielen 5-3-2-System. Auf Außen haben wir auf jeden Fall Jung und Agu, Rapp, Morgalla, De Vies in der Innenverteidigung. Übrigens ist Pedrao back nach seiner Verletzung, aber erstmal auf der Bank. Tavara im ZM, Wagner, Raschel komplettieren das Ganze. Dann Romarinho und Dagdaka ganz vorne. So spielt hier Werder Bremen. Es sind nur noch vier Spieltage, ne? Es sind nur noch vier Spieltage zu spielen und es geht um alles hier für Werder. Kaiserslautern dagegen irgendwo im Mittelfeld, ne? Die sind schon safe. Lute im Tor hier im 4-2-3-1-System. Wir gucken da gleich auch mal genauer drauf. Und zwar spielen sie mit einer Viererkette mit Tomjak, Kraus, Durm und Bünning, Basenach und Niehaus im ZDM, Zimmer, Opoku auf Außen, Clement im ZDM und Hans liegt ganz vorne. So spielt hier auf jeden Fall Kaiserslautern. Die Partie hat begonnen und wir gucken mal, wie dieses Duell dieser beiden traditionalen Vereine hier ausgehen wird. Wagner super gespielt und jetzt hier Agu. Agu mit einem guten Lauf. Agu verzögert da ordentlich, spielt den nochmal rüber und da Glacka, nein, er macht ihn nicht rein. Er will mit seinem Signature-Move das dritte Mal in dieser Saison hier einen Treffer erzielen, ne? Dieses Mal klappt es aber nicht. Jetzt die nächste Ecke. Kommt auch wieder nicht so schlecht an die Latte. An die Latte. Werder Bremen ist nah dran an einem 1-0, aber kriegen es nicht hin, dieses 1-0 zu erzielen. Agu. Agu, der hohe Ball. Morgalla, gut, den Ball weitergeleitet auf Romarinho, aber der wird dann nicht gut verwertet. Trotzdem weiterhin Werder Bremen. Was macht denn der FCK-Verteidiger da eben? Und der Ball ist gut und Ragraka, aber der ist nicht drin. Lute hält. Es bleibt beim 0-0. Werder Bremen hätte sich das 1-0 längst verdient gehabt eigentlich, ne? Jetzt hier die Ecke, die kommt nicht so perfekt. Aber vielleicht kommt da Raschel nochmal ran. Ja, Raschel hat den. Raschel zieht ab, aber zu zentral. Lute ohne Probleme. Oh, der Ball ist gut. Der Ball ist richtig gut. Müller kommt da raus. Müller hat den Ball. Die gefährlichste Chance in dieser Partie für Kaiserslautern, aber Müller ist zur Stelle. Der hohe Ball ist gefährlich. Opoku. Opoku spielt den da gut ab. Die Grätsche von Rapp war so wichtig. Das war so eine gute Grätsche von Rapp. Das war so wichtig einfach. Jetzt hier Dagraka. Dagrakas passt, das ist kein Abseits. Und Kebe, der ist frisch. Kebe war erst eingewechselt. Kebe, du musst ihn machen. Kebe, mach ihn nicht rein. Er macht ihn nicht rein und es ist sogar nur Abstoß. Ey, wir nutzen unsere Chancen heute nicht. Wir nutzen unsere Chancen heute nicht. Das ist sehr, sehr bitter, wie es bisher läuft. Freistoß Kaiserslautern, ist nicht mehr viel zu spielen. Es ist nicht mehr viel zu spielen, der Ball von Müller. Und jetzt hier, es muss nach vorne gehen, Dagraka. Das ist vielleicht die letzte Chance. Kebe jetzt hier. Es muss nach vorne, Kebe mit einem guten Antritt. Kebe mit einem sehr guten Antritt. Läuft da durch, Kebe hat immer noch den Ball. Kebe jetzt hier, spielt den Ball auf Passlack. Der Ball muss jetzt reinkommen. Passlack, was ist das wie eine Flanke? Was ist das? Das Spiel ist rum. 0-0. Werder Bremen kriegt es nicht hin, Treffer zu machen aus so vielen Chancen. Wir kriegen es nicht hin, den Treffer zu machen. Kaiserslautern war kaum in der Partie. Wir waren die bessere Mannschaft, denn wir machen das Tor nicht. Wir machen das verdammte Tor nicht. Und Hamburg verliert auch noch. Das wäre so wichtig. Das wäre so wichtig gewesen. Jetzt sind wir kurz davor, entlassen zu werden, muss man sagen, ne? Okay, Dagraka, ja, wissen wir. Wir sind halt kurz davor, entlassen zu werden, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch ein, zwei Spiele überleben. Denn der Aufstieg ist, der direkte Aufstieg ist schon so gut wie weg. Also Hannover ist durch. Nur wir spielen jetzt gegen Darmstadt. Es ist das direkte Duell um den Relegationsplatz. Das müssen wir gewinnen, Leute, ansonsten werden wir wahrscheinlich entlassen.
Hier mal die Aufstellung von Darmstadt mit Galese im Tor. 5-4-1-System hier bei Darmstadt. Und es ist das direkte Duell um den Relegationsplatz hier. Brassa, Lescalé, Pfeiffer, Souquet und Holland in der Fünferkette. Armani, Kempe, Ronstadt, Gomez im Vierermittelfeld und Tietz ganz vorne. 5-4-1-System hier beim SV Darmstadt. Werder Bremen zuletzt nur unentschieden gegen Kaiserslautern gespielt, ne? Sonst wäre man jetzt selber Dritter. Sollte man das Spiel hier gegen Darmstadt verlieren, dann dürfte es auch das Ende von Velorche sein bei Werder Bremen. Hier die Aufstellung, Müller im Tor. Jung, De Vries, Rapp, Morgalla, Agu. Raschel, Wagner, Tavara, Romarinho und Dagraka, 5-3-2-System. Wir gehen rein, Leute, ich habe richtig Bock, aber wir müssen Gas geben. Wir müssen Gas geben, wir müssen gut spielen, wir müssen gewinnen vor allen Dingen. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn das nicht gewinnt, dann glaube ich, werde ich gefeuert. Weil es wäre schon hart, Alter, wenn es zweimal bei Werder Bremen nicht klappt. Ne? Und oh, das ist eine Riesenchance in der Lupfer und wow. 1-0 Darmstadt. Sie schocken uns. Ist das das Ende? Ist das hier das Ende bei Werder Bremen? Ist das hier das Ende bei Werder Bremen für Velorche? Darmstadt ist Stand jetzt 5 Punkte weit weg. Bei dann nur noch zu 2 zu spielenden Spielen. Das wird nicht mehr aufzuholen zu sein. Und ein weiteres Jahr zweite Liga werden sie mir nicht geben. Da bin ich mir relativ sicher. Jetzt hier Ronstadt hier Darmstadt, die sind gut drauf. Müller kommt da raus. Digga. 2-0. 2-0 Darmstadt, Mann. Der Aufstieg ist durch. Also, wir werden so nicht aufsteigen. Wir werden so nicht aufsteigen. So werden wir nicht aufsteigen. Werder Bremen. Werder Bremen ist am Verzweifeln. Gibt es das dritte Jahr hintereinander? Das darf man ja vergessen. Im ersten Jahr sind die ja auch nicht. Also, die sind ja im ersten Jahr abgestiegen, im zweiten Jahr nicht aufgestiegen. Und jetzt mit mir im dritten Jahr scheint es so, als wenn man mindestens ein weiteres Jahr zweite Liga erleben wird. Romarinho. Und Romarinho hat Tempo. Romarinho jetzt hier. Das ist eine Riesenchance. Romarinho. Romarinho ist jeden davon gelaufen. Romarinho. Romarinho gibt den darüber. Da ist der Graco und es steht 2-1. Es steht 2-1. Es ist die Hoffnung, die wieder lebt. Es ist die Hoffnung, die wieder lebt. Romarinho wirklich mit einer guten Aktion. Ja, keine Ahnung, was da Graca gerade vorhat. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es hier Romarinho, der Routinier. Es muss derjenige machen, der fast schon seine Karriere beendet hat, der uns hier wieder zurückholt. Ne? So wichtig. Da Graca hat natürlich kein Problem, den reinzumachen. Ansonsten hätte er mit mir ein Problem. Auf jeden Fall 33 Minute, 2-1. Wir sind wieder back. Wir gehen direkt ins Pressing. Wir müssen aggressiv sein. Wir müssen offensiver sein. Ne? Und wir müssen hier irgendwie zurückkommen. Ja, der springt darüber. Dann nimmt er den direkt und es ist 3-1. Jegliche Hoffnung in Keim erstickt mit diesem Freistoß. Kempe. Darmstadt darf jubeln. Die gehen momentan Richtung Relegation oder vielleicht sogar wieder in die Richtung Hannover zu attackieren. Für Werder Bremen dagegen ist jede Hoffnung, die man sich da eben nochmal ein bisschen erkämpft hat, ne, schon vorbei. Der ist perfekt geschossen. Keine Chance für Werder. 7 Minuten waren das, die wir Hoffnung hatten. Die sind aber auch schon wieder kaputt. Ah, der Ball. Ist das Abseits? Nein, es ist kein Abseits. Es ist kein Abseits. Müller rettet uns. Müller rettet uns hier vor dem nächsten Gegentreffer. Was macht denn Agu da? Was macht Agu wieder Müller? Und dann ist es das 4-1, Mann. Was war das von Agu? Ey, das ist eine Schocker erste Halbzeit. Darmstadt hat uns das... Hat uns... Ich wollte gerade sagen, das Leben genommen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Aber die haben uns die Hoffnung genommen. Die haben uns die Hoffnung auf einen Aufstieg genommen. Ich bin gespannt, ob ich gleich gefeuert werde. Ich bin gespannt, ob ich gleich gefeuert werde. Und jetzt hier Darmstadt. Die haben natürlich viel Platz, weil jetzt hier Werder natürlich im Risiko ist. Und was ein Treffer! Was ein Treffer! Was ein... Also was ein Treffer. Ich weiß nicht, ob jemals in einem direkten Aufstiegsduell, ne? Also wirklich zwei Teams in Liga 2 um diese Position kämpfen, ob es da jemals so ein eindeutiges Ergebnis gab, in so einer entscheidenden Phase. Es ist das 5-1. Armani hier, Lazare Armani, hat da ganz schwer, also wirklich eine super schwere Position zum Abschließen, aber kriegt es hin. Er kriegt es hin. Einfach das 5-1. Boah, was ein Pass. Und da ist dann nochmal Müller, ne? Jetzt hier weiter in Lazare. Jetzt nimmt er uns komplett auseinander. Jetzt kann er da vielleicht reinpassen. Na, macht das super.
Ich habe überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel. Gegen Kaiserslautern verkacken wir es, dass wir nicht gewinnen, spielen 0-0. Hier gegen Darmstadt, wir haben keinen Zugriff aufs Spiel. Wow, es ist die bitterste Niederlage dieser kompletten Serie bisher. Wir hatten natürlich, gab es schon mal hier und da eine harte Niederlage, irgendwie einen Rückschlag. Beispielsweise Champions League gegen Sparta Prag, dass man da nicht rein kann mit Pogo und Stettin. Aber so eine Klatsche. Ein 6-1, so, dass nichts funktioniert, einfach gar nichts geht. In so einem wichtigen Spiel noch. Es ist vorbei. Wir können auch von sehr offensiv jetzt mal auf ausgeglichen wieder gehen. Das Ding ist durch. Boah, der ist so gut. Der ist so gut gespielt. Und jetzt Tietz. 7-1. Also wenn wir nach der Partie nicht gefeuert sind, dann weiß ich auch nicht. Alter, 7-1. 7-1. Haben die sich vorher gedopt oder so? Bei denen funktioniert alles. Wirklich alles. Glückwunsch Darmstadt, zumindest den Relegationsplatz, ne? 7-1. Wir hatten genau 7 Minuten Hoffnung in diesem Game, aber die wurden zerstört. Die wurden sowas von zerstört. Die haben 11 Schüsse und machen 7 Tore. Was ist das, Alter? Ah, ich glaube, das war's. Ich glaube, das, also tabellarisch war es das. Von den Nachrichten her tatsächlich noch nicht. Okay, ich dachte gerade. Ich bin tatsächlich noch nicht entlassen. Was mich echt wundert. Okay, wir leben noch. Aber wir sind raus aus dem Aufstiegskampf, ne? Also Darmstadt ist auf P2, Platz 2. Hannover klar vor uns. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht doch noch eine Saison machen dürfen. Wobei es vielleicht sogar echt besser ist zu sagen, komm, wir gehen. Ich weiß gar nicht, hat man eine Möglichkeit, irgendwie sich woanders zu bewerben schon mal? Aktuell nicht, weil das Trainer-Rating so niedrig ist. Das macht eigentlich auch keinen Sinn, aber gut. Wir gehen rein ins Duell gegen Fürth und schauen mal, ob wir weiterhin Trainer bleiben. Und ja, also eigentlich müsste Hannover jetzt beide Spiele verlieren und Hamburg darf halt auch nur eins, also auch nur maximal 3 Punkte holen, aber das wird nichts. Hier haben wir die Aufstellung von Werder Bremen im 5-3-2-System, das Team, das zuletzt 7 Dinger bekommen hat und damit der Aufstieg hinüber ist, mit Müller im Tor, De Vries, Rapp, Pedrao, Paulsen, Jung, Tavara, Kebel, Raschel, Romarinho und Woltemade. 5-3-2-System. So spielen wir hier auf jeden Fall. Gegen Fürth. Wir gucken gleich mal auf deren Aufstellung. Ne? Gucken gleich mal auf die Aufstellung von Fürth. Und dann schauen wir mal. Hier mit Schaffran im Tor. Michalski, Itter, Schlicke, Christian Seufert, Meier, Hüffer, Sieb, Gorta und Abiyama und Bessedin ganz vorne. 3-4-1-2-System. So spielen hier die Kleeblätter. Letztes Heimspiel der Saison, glaube ich zumindest. Und wir gucken mal, was wir hier jetzt nach diesem 7-1 auf den Platz bringen. Oh, der Ball ist gut. Das war nicht gut verteidigt von uns. Abiyama hat immer noch den Ball. De Vries. Was? Was ist das denn? Wo ist das ein Elfmeter? Wo ist das ein Elfmeter? Lächerlich. Lächerlich einfach. Einfach lächerlich. Einfach lächerlich. Das war kein Elfmeter. Das war hart kein Elfmeter. Hat er gut geschossen. 1-0 Fürth. Ich meine, gut, wir können eh nicht mehr aufsteigen. Deswegen, ob wir hier gewinnen, verlieren oder nicht, spielen ist eh mehr oder weniger egal. Aber sowas ist kein Elfmeter. Kebe. Woltemade jetzt hier Romarinho. Romarinho spielt den im richtigen Moment. Jetzt hier Kebe. Kebe. Es gelingt heute gar nichts, ne? Wollt ihr drüber spielen auf Woltemade? Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Also heute gelingt bei Werder Bremen wirklich nicht viel. Kebe jetzt hier. Romarinho. Romarinho macht das überragend. Romarinho macht ihn rein. Was ein Traumtor. Was ein Traumtor. Beim letzten Heimspiel denkt er sich nochmal, ich hau hier nochmal einen raus. Ne? Da denkt er sich wenigstens, ey, auch wenn wir nicht so viel zu feiern haben, weil wir nicht aufsteigen werden, ich hau nochmal ein Ding raus. Macht das so geil. Und dann so ein guter Abschluss. So ein guter Abschluss von Romarinho. Wir werden dich vermissen, Mann. Wir werden dich vermissen. Romarinho, der Magier, ne? Wir werden ihn vermissen. Er beendet seine Karriere. Das war ein traumhafter Treffer nochmal hier im letzten Heimspiel. Einfach nur überragend von Romarinho. Romarinho hier beim Freistoß. Vielleicht haut er ja sogar nochmal hier einen raus. Freistoß Romarinho. Und der ist nicht drin an dem Pfosten. An dem Pfosten. Also der hat nochmal richtig Bock, alles zu zeigen, ne? Der hat nochmal Bock, der Romarinho, der Brasilianer. Leider kein Treffer. Jetzt hier Fürth. Fürth. Mit der Möglichkeit, vielleicht, da ist jetzt Abiyama und dann ist Müller unten. Nächste Ecke. Fürth macht immer mehr Druck. Fürth macht immer mehr Druck und den hat Müller gehalten. Den hat Müller wieder gehalten. Jetzt hier Fürth. Das ist gefährlich. Fürth mit der großen Chance. Wir haben gleich die 90 Minute. Wohin denn mit ihm? Und das war ganz schlecht. Und jetzt hat Werder Bremen vielleicht nochmal die Chance. Jung, es gibt nur eine Minute Nachspielzeit. Romarinho. Und er spielt den Ball jetzt auf Jung. Das ist die letzte Chance in dieser Partie. Jung. Jung spielt den nochmal in die Mitte. Stay, gut gespielt. Da Graka. Da Graka spielt den nochmal rüber. Das gibt's nicht. Also. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, außer zu lachen, Mann. Er macht den Ball nicht rein. Das passt zur Folge. Das passt perfekt zur Folge. Stats und so vergessen wir es. Spieler der Folge ist für mich Romarinho, einfach weil es sein letztes Heimspiel hier war. Er nochmal was zeigen konnte. Aber ich glaube, wir sind noch Trainer? Noch, ja. Noch sind wir Trainer, wundert mich. Noch sind wir Trainer. Okay. Wir machen mal Folgendes, Leute. Wir gehen jetzt einfach mal hier und spielen mal Höhepunkte. Das mache ich ja sonst nie. Das machen wir jetzt einfach mal zusammen, weil das Spiel ist eh unwichtig. Wir können eh nicht mehr auf- oder absteigen. Deswegen gehen wir jetzt mal in die Höhepunkte rein, ohne uns die Aufstellung und Co. anzugucken. Spielen wir das mal noch kurz zu Ende, dann haben wir das auch durch, ne? Dann ist die Saison durch. Und gucken wir mal, Konter hier. Das werde ich auch immer nur machen, wenn wirklich die Saison schon durch ist und nichts mehr am Ergebnis gerüttelt werden kann, ne? Dann kann man diese Höhepunkte spielen. Und jetzt hier Raschel, kommt da Graka ran. Da Graka kommt da ran, da Graka. Da Graka macht ihn rein. Macht ihn rein, 1-0 Werder, schön. Jetzt müssen wir uns verteidigen. Jetzt müssen wir uns hier verteidigen. Jung macht das stark. Gut gemacht von Jung. 24. Minute. Dann gucken wir gleich mal, ob wir gefeuert werden oder nicht, ne? Jetzt hier Romarinho. Der auch ins... Nein, wohin mit dem Ball? Das war Fail. Freistoß. Nochmal hier Freistoß. Ich denke, es ist okay, wenn ich das letzte Spiel so mache, oder? Es ist kein Simulieren, aber es ist halt auch keine, sag ich mal, Verschwendung an Zeit. Nach hinten gespielt, Morgalla. So. Und Romarinho macht ihn auch nochmal rein. Bei seinem letzten Spiel, das war auch nochmal offiziell Spieler der Folge für mich, ne? Zumindest was unser Team angeht. Aber gut. Nochmal hier einen Treffer erzielt. Wir haben sogar nochmal hier einen Freistoß. Schön. Also es läuft gegen Pauli. Gegen die scheinen wir wenigstens zu gewinnen. So, gehen wir vor. Romarinhos hoher Ball. Der kommt nicht schlecht. Ne, der kam gar nicht mal schlecht. 68. bzw. 69. Minute. Wir sind die ganze Zeit nur im Angriff. Ne? Also es läuft. So, jetzt hier Raschel. Zack. Romarinho. Romarinho spielt den nochmal rüber. Raschel. Nein, kriegt den nicht los. Und am Ende gewinnen wir das letzte Game dementsprechend 2-0. Ja, haben wir nochmal im Schnelldurchgang jetzt einfach mal gemacht. Na, ich denke, damit seid ihr auch cool. Stats und so sind ja auch erstmal egal. Hannover hat verloren. Jetzt sagt mir nicht, dass Hannover und Hamburg beide Spiele verloren haben. Dann drehe ich durch. Nein, haben sie Gott sei Dank nicht. Okay. Haben sie Gott sei Dank nicht. Ich will jetzt nur wissen, ob wir gefeuert werden oder nicht. Oder ob wir noch ein Jahr machen dürfen.
Jugendspieler will weg, Jugendspieler will weg, okay. Ganz viele Jugendspieler wollen weg. Dann ziehen wir die mal jetzt Fiverda kurz hoch noch, das machen wir noch mal kurz. Aber bevor ich jetzt in irgendeine Analyse oder so gehe, ich will wissen, was ist jetzt hier mit, darf ich weitermachen, darf ich nicht weitermachen, wie sieht's da aus, ne? Also wer kann sich, wir gucken mal, wen wir hochziehen müssen. Wir ziehen mal John hoch, Pinto hoch, Silva hoch, Schmidt hoch, ihn hier hoch, er kann auch noch hoch, du nein, dich geben wir mal frei. Und der Rest ist mir dann auch egal, der ist nicht so gut, ne, dass man den hochziehen muss. Ich will wissen, ob wir gefeuert werden oder nicht. Ja, manche Jugendspieler lösen den Vertrag auf, das ist mir alles egal. Ich will das jetzt wissen, Leute, ich nehme euch da jetzt mit. Wir gehen natürlich auch gleich noch in die Analyse sonst, ne? Machen wir das auch noch, dann wird es eine XL-Endfolge hier, ne? Wenn wir bis in den Juni rein jetzt nicht entlassen werden, sollte es ganz gut sein. Wir können ja auch mal gucken, ob wir vielleicht selber den Verein wechseln. Kann ich überhaupt mir einen Job aussuchen? Nein. Wegen dem niedrigen Trainer-Rating, ne? Bericht Jugendmannschaft. Da haben wir jetzt nur noch ein paar drinne. Wir gehen nochmal vor. Wir gehen nochmal vor. Nationaltrainer auf fertig. Ich glaube, wir dürfen echt weitermachen. Ich glaube, wir dürfen echt weitermachen. Crazy. Wir dürfen weitermachen. Okay, Leute, dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal zur Analyse der Saison. Das mache ich ja immer am Ende. Hier ist zum Mittelstürmer geworden. Schön. Auch nochmal verbessert, ne? Moreira. Ja, gut, gehen wir mal rüber zur Analyse. Also, in der Liga wisst ihr es ja. Wir sind Fünfter geworden. Zu wenig, zu schwach. Das ist keine gute Saison. Hamburg übrigens auch nicht aufgestiegen. Es ist eine super enttäuschende Saison geworden. Das war nicht das, was wir haben wollten, ne? Absteigen tun Heidenheim, Hansa Rostock und eventuell Braunschweig. Wir gucken mal die Relegation an. Hannover hat sich gegen Nürnberg hätte man das so easy schaffen können auch noch, ne? Wirklich ein relativ einfacher Gegner in Anführungsstrichen. Glückwunsch an Hannover, die sich durchgesetzt haben, sind tatsächlich jetzt aufgestiegen. Und dritte Liga. Aue ist aufgestiegen, Braunschweig muss runter, okay. Okay, DFB-Pokal wissen wir eh, ist für uns schwach gelaufen. Wir gucken aber, wer den gewonnen hat. Bayern München gegen Leipzig. UEFA Superpokal. PSG gegen Porto. Champions League hat Barca gegen United gewonnen, okay. Europa League. Arsenal gegen Valencia gewonnen. Ist hier vielleicht irgendwo Pogon Stettin mit bei? Sieht nicht so danach aus, ne? Waren hier in der Gruppenphase? Ja, tatsächlich, sind hier weitergekommen und dann in der Vorrunde gegen Dynamo Kiew im Elfmeterschießen leider raus, okay. Europa Conference League hat Lyon gewonnen. Na gut. Ja, Kaderanalyse machen wir auch nochmal schnell hier. Müller an sich eine richtig gute Saison gespielt, auch wenn es komisch anhört, wenn man so viele Gegentore kriegt, aber an ihm lag es nicht. Top-Saison, ne? Jung nochmal auch sein letztes gutes Jahr gehabt. Batschnen okay, aber vielleicht nicht die Entwicklung gemacht, die man erwartet hat. Pieper richtig stark, aber leider zu oft verletzt. Mongala voll okay. Rapp ordentlich, ne? Devis auch ordentlich. Pedrao konnte nicht viel zeigen. Pausen ist halt ein Backup der Backups. Passlack war auch okay. Agut schwankt zwischen gut und mal eher enttäuschend. Kebe hat uns nochmal eine gute Alternative im Mittelfeld gegeben. Rabinger hat irgendwann den Platz an Tavares verloren, deswegen auch so eine durchwachsene Saison, muss man sagen. Raschel an sich, vielleicht nicht ganz die Verstärkung, die man erwartet hat, sage ich euch ehrlich. Tavares hat sich gut angestellt, Wagner war top, kann man nicht meckern. Stay bis zu seiner Verletzung auch gut, danach kann man nicht mehr richtig rein. Dann haben wir hier Gault, super enttäuschend, hat mir überhaupt nicht gefallen. Romarinho, einer der Besten, vielleicht also spielerisch der Beste. Somano Flop, Dagraka noch krasser als Romarinho eigentlich, was die Stats angeht, ne? Ganz wild. Dann haben wir Woltemade, der auch schwach war. Also man merkt schon, manche Spieler waren geil drauf, manche waren nicht so gut drauf. Wir gehen nochmal in die anderen Ligen, das machen wir nochmal einen Ticken schneller jetzt hier in der Bundesliga. Gewinnt Bayern. Wir gucken mal, wer direkt absteigt. Arminia Bielefeld und Köln, okay. Und Nürnberg natürlich auch. Aufsteigen tun Dresden und Saarbrücken. Premier League machen wir mal schnell. City und Co. Okay, wer steigt ab? Everton tatsächlich auch. Und aufsteigen in Liga 2, Nottingham Forest und Bournemouth. Okay, die anderen Ligen interessieren mich jetzt mal nicht so.
in England. PSG Meister, Monaco, dann Lyon und Co. Und runter geht's wie Paris FC, okay. Montpellier geht wieder hoch, nice. Serie A. Juventus Turin, das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. Como war in der Serie, aber sind wieder abgestiegen, schade. Und Pisa und Parma hoch, okay. Eredivisie. Ajax, schön. In Polen. Nein, Pogoń Szczecin hat nicht gewonnen, nur Zweiter. Knapp. Pogoń Szczecin leider das Ding nicht gewonnen. Dann Benfica. Wo haben wir denn hier? La Liga noch, ne? Real vor Barca, dann Villarreal Atletico, okay. Eibar und Co. runter. Hoch geht's für Las Palmas und Gijón. Und der Rest ist dann nicht mehr so interessant. Ich kann mich immer noch nicht bewerben, oder? Nein, okay. Dann gehen wir jetzt durch und wir gucken mal, ob wir nochmal ein Jahr machen dürfen. Ich gehe jetzt mal stark von aus, ne? Sonst hätten die mich schon entlassen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Dürfen wir weitermachen oder nicht? Saison beendet. Wir dürfen noch ein Jahr weitermachen, krass. Wir dürfen noch ein Jahr weitermachen, Leute. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, ne? Da starten wir dann rein. Dann müssen wir gucken, wie wir uns sortieren für die zweite Liga. Was man viel Moves machen muss, um eben weiterzukommen. Was man da eben versuchen wird, um das Ruder rumzureißen. Projekt Werder Bremen ist noch nicht gescheitert, aber wir sind kurz davor, entlassen zu werden. Also wir haben wirklich so minimalen Spielraum nur noch. Euer Veloche meldet sich ab und bye bye.